Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Bausimulator 2015. Im vorherigen Teil, da haben wir uns dieses wunderschöne Gerät, vor dem wir hier gerade stehen, gekauft. Und zwar den schönen Turmträgeran von der Firma Liebherr. Und zudem machen wir gerade einen Lehrgang, lernen also die Bedienung vom Turmträgeran gerade kennen. Und da würde ich sagen, lasst uns wieder mal da hoch in luftige Höhen klettern. Ja, die Kabine sehen wir jetzt gerade von hier nicht. Auf jeden Fall ganz da hoch wieder über die Leiter, die wir da innen sehen. Einmal wieder hochklettern. Und da sind wir hier oben im Turmträgeran, sitzen da hier im Cockpit und machen nochmal weiter. Wir haben da schon zweimal was hier rübergeladen in die markierte Fläche. Also schon zwei Paletten darüber geladen. Und zwar, was war das, was wir rübergeladen haben? Ich weiß gar nicht genau, wie man das nochmal nennt. Ah ne, steht da nicht. Müssen wir auf aktive Aufträge. Zwei Verschalungselemente sind es genau. Und jetzt fehlt noch ein Baugerüst und eine Wandgrundierung. Okay. So, die Frage ist, wollen wir wieder in die Innenansicht gehen oder wie? Ja, ich glaube schon. Ich finde es so richtig geil, dass hier auch eine Innenansicht gibt, dass wirklich bei jedem Fahrzeug eine Innenansicht dabei ist. Das ist einfach eine richtig coole Sache. Dass man das Ganze hier auch noch aus der Innenansicht spielen kann. So, der Haken muss erstmal wieder ordentlich heruntergelassen werden. Das würde auch schön wo dran kommen. Lass uns jetzt erstmal die kleine Palette da nehmen, würde ich sagen. So, durch den Kreis können wir wieder wirklich wunderbar abschätzen, wo wir da auch sind. So, ein Stück kommen wir noch vor und jetzt sind wir optimal drüber. Also sonst könnte man von hier oben jetzt gerade wirklich... Gut, im Moment geht es, weil der Haken schon relativ tief ist, aber wenn der so irgendwie jetzt auf halber Höhe hier ist, kann man eigentlich von hier oben wirklich nur richtig schwer abschätzen, wo man gerade mit dem Kranhaken drüber ist, auch jetzt... Ich jetzt mal überlegt, kann ich jetzt nach links gehen? Würde ich da an den Pfeiler da dran stoßen oder nicht? Und so, das ist echt nicht ganz so einfach abzuschätzen, aber der Kreis da unten auf dem Boden, der hilft einem wirklich immens. Also es ist schon eine richtig gute Sache, dass der hier dabei ist. Das kleine Hilfsmittel hat wirklich große Bedeutung, hilft wirklich viel. Das ist echt hier richtig cool mit der Innenansicht, wurde auch ziemlich gut hier umgesetzt, finde ich. Sieht auf jeden Fall sehr gut hier im Kran aus. So, dann ist noch das Baugerüst. Wir können nochmal eine andere Ansicht geben. Wir haben noch hier die Hakenkamera. Ist mal direkt am Haken dran. Nochmal näher am Geschehen. Kann man hier hochblicken da zum Kran. Wobei, gerade das Fahrerhaus sieht man nicht. Wobei heißt es überhaupt Fahrerhaus? Eher Fahrerkabine oder so. Ja, ein bisschen zu weit mit der Katze vorgefahren. Das ist ja übrigens die Katze, die da oben hier da immer entlang fährt. Das ist die freie Kamera und die Innenansicht. Genau, die drei Kameraansichten haben wir hier beim Kran. So. Das Ganze einmal anheben und rüber damit. Gehen wir nochmal in die Hakenkamera. Ist man hier direkt am Geschehen. So, mit der Pfeiltaste hebt ihr hoch. Mit A dreht ihr nach links. Mit D nach rechts. Mit S fahrt ihr die Katze zurück. Also zum... zur Kabine, sage ich mal. Wahrscheinlich nennt man das auch Kabine. Ja, zur Kabine und mit D, nicht mit D, sondern mit W fahrt ihr die weg und mit Q dreht ihr die Last nach links, mit E nach rechts und mit den Pfeiltasten hebt es, also Pfeiltasten nach oben anheben, Pfeiltasten nach unten absetzen. So, Bauzaun ist abgesetzt und jetzt haben wir den Lehrgang gleich abgeschlossen, müssen noch einmal den Turmträgeran verlassen. So, und einmal hier vom Gelände runtergehen. So. Das sind immer so Bereiche hier, die so mit so einem Bauzaun umzäunt sind. Und da kann man immer den Turmträgeran hinliefern lassen, sozusagen. Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Das hat auch alles gut geklappt. Fand ich auch. Mit der Zeit kommt man echt rein. Ja, auf jeden Fall. Wir sind wunderbar bei der Steuerung da drin gewesen. Auch vom, wir haben ja schon mit dem Pritschenwagen, mit Kran und da... haben wir ja auch schon mit dem Kran einiges gearbeitet und da ist die Steuerung auch sehr ähnlich und da ist man dann auch schon ganz schön gut da drin. Na gut, dann schau doch mal, ob schon neue Ausschreibungen da sind, in denen der Turmträgeran zum Einsatz kommt. So, und da haben wir neuen Erfolg freigeschaltet. Kleinunternehmer, wir haben 10 Bauvorhaben komplett alleine abgeschlossen, 4000 Erfahrungspunkte und eine neue Erfahrungsstufe haben wir erreicht. Durchschnittlicher Geselle sind wir jetzt und ein erster öffentlicher Auftrag winkt. So. Da sind die Einnahmen, 1000 haben wir bekommen und da noch einer. Erfolg, also wir schalten hier Erfolge am laufenden Band frei. 10 Kilometer sind wir insgesamt gefahren, 10.000 Euro haben wir dafür bekommen. So, und ich sehe auch, der Monat ist auch schon bald zu Ende, da müssen wir auch bald Geld wieder bezahlen, also die monatlichen Kosten fallen dann wieder an.
So, das Übungsgelände wurde wieder hier umgebaut. Und jetzt gucken wir mal bei Aufträgen. Ausschreibungen. So. Ding, ding, ding. Da oben die ganze Zeit immer mehr Geld. So. Was machen wir denn? Ausschreibung, ein öffentlicher Auftrag. Die Frage ist jetzt nur, wahrscheinlich kommt der öffentliche Auftrag erst, wenn hier wieder neue Ausschreibungen verfügbar sind oder ist jetzt hier irgendwo dabei? Also guckt jetzt hier, jetzt haben wir den Turmträgeran und jetzt kommen hier auch Aufgaben, wo der Turmträgeran benötigt wird. Also da, wo dieser Haken mit der 2 ist, der steht ja für den Turmträgeran. Wir gehen mal kurz zum Fahrzeughändler. Gucken nochmal kurz, Turmträgeran. Genau, der hat hier den Haken. Der Kranhaken mit der 2 steht dafür, dass für den Auftrag der Turmträgeran benötigt wird. Und es ist wahrscheinlich wirklich so, dass erst wenn man das passende Fahrzeug besitzt, man dementsprechend Aufträge bekommt, wo man dieses Fahrzeug, das Gerät dann auch braucht. Also wenn wir jetzt den Turmträgeran nicht hätten, würden wir jetzt keine Aufträge bekommen, wo wir halt den Turmträgeran brauchen würden. So, gehen wir nochmal zu Aufträgen. Genau, und so ist es halt jetzt auch hier. Hier ist jetzt auch dieses der Haken mit der 2. Der halt dafür steht, dass man bei dem Auftrag hier den Turmträgeran braucht. Genau. Und das halt jetzt zum Beispiel bei dem Auftrag hier auch. Das heißt zum Beispiel, wenn wir dann den Betonmischer irgendwann haben, dann kommen auch hier dann Aufträge, wo dann der Betonmischer dafür benötigt wird und so weiter und so fort. So, jetzt ist die Frage, was wir machen. Entweder das Einfamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss von Familie Schmidt oder hier das moderne Einfamilienhaus von Familie Schäfer. Also ich würde sagen, wir machen schon eins mit dem Haken. Also wo wir den Kran benötigen. So, eigentlich ist es relativ gleich. Wir bekommen da oben ein bisschen mehr Geld. Hier sind es insgesamt 8 Aufgaben. Hier sind es 9 Aufgaben. Ja, kommt, ich würde sagen, wir machen das hier oben. Das Einfamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss für Familie Schmidt. Genau. Und das hier steht wahrscheinlich dafür, ich weiß nicht, das hat für uns jetzt nicht so große Auswirkungen, sage ich mir, aber einfach nur so eine Information wahrscheinlich. Hendrik heißt wahrscheinlich der Architekt, weil wenn ihr hier mal guckt, Architektenaufträge, das ist auch dieses Symbol, das heißt wahrscheinlich einfach, wer der Architekt ist. Okay, einmal Auftrag annehmen und es lädt und dann können wir gleich loslegen. Ich bin auch schon mal gespannt, was denn der öffentliche Auftrag ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass dann erst einer kommt, wenn wieder neue Aufträge ausgeschrieben sind. So, was war der Auftrag? Ich besorge einen Container von einem Baustoffhändler und der soll zur Baustelle. So, dann gehen wir mal in den Absetzkipper. Da haben wir ihn, steht hier auf unserem Gelände und daneben steht der coole Turmträgeran. So, und dann gucken wir doch mal. Wir müssen jetzt zum Baustoffhändler. Da fahren wir hier am besten. Doch, fahren wir hier raus. Wo ist denn der jetzt nochmal? Warte mal. Wir müssen, glaube ich, dann hier vorne rechts fahren, ne? Genau, Baustoffhändler ist... Ah ne, wir können hier geradeaus und dann so fahren, genau. Die Baustelle liegt hier in der Nordstadt. Okay, wissen wir Bescheid. Und wenn wir dann da sind, können wir eigentlich dann auch den Kran dann gleich aufstellen. Kostet ja zumindest beim Lehrgang hat es 3000 Euro gekostet, dass wir den da hinliefern gelassen haben und dann aufgestellt haben. Gucken, wie viel das jetzt hier kostet. Aber ich gehe mal davon aus, dass es immer 3000 kostet. So, genau, dann gucken wir mal, dass wir jetzt wieder ordentlich Geld verdienen und uns dann bald das nächste Fahrzeug kaufen. Also ich wollte ja nicht abbiegen. Scheiße, da vorne halt wieder links, egal. Genau, und dann, wenn wir halt dann das nächste Fahrzeug haben, dann kriegen wir dann auch wieder Aufträge, die halt dann, wo halt dann auch das Fahrzeug benötigt wird. Ich bin echt mal gespannt, was dann der erste öffentliche Auftrag ist, den wir dann bekommen. Aber das sehen wir dann wahrscheinlich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich, wenn dann neue Ausschreibungen zur Verfügung stehen. So, man kann es sein, dass ich halt irgendwie ein bisschen falsch fahre. Baustoffhändler, ah ne, der ist ganz da vorne erst, genau. So, hier sind wir direkt am Hafen. Genau, und jetzt die Straße ganz vor und dann kommen wir zum Baustoffhändler. Weil ich glaube, an der Stelle, wo wir jetzt gerade hier das Firmengelände verlassen haben, da sind wir bis jetzt noch nie runtergefahren vom Firmengelände. Genau, da vorne dann rechts. Und dann können wir dann den Container einmal holen und zur Baustelle bringen. Ich bin nochmal gespannt, ob wir irgendwann nochmal nach Wolfsheim jetzt kommen, irgendwann mal. So, jetzt bin ich schon ein bisschen früher losgefahren. Ampel hat mir gerade zu lange gebraucht, um auf grün umzuschalten. Naja, egal, da steht auch der Gabelstapler und da sind wir hier. Wir wollen den Herrn nicht umfahren, wir wollen nur einen Absetzkipper, einen Container kaufen. So, guten Tag. Wir hätten gerne einmal Ausrüstung und zwar einen Container.
So, also einmal kaufen und wieder reinsteigen. Und da hinten steht ja der blaue Container. Den holen wir jetzt ab. So. Ich bin auch mal gespannt, wenn jetzt dann bald die Monatsabrechnung, sage ich mal, kommt. Ich nenne es einfach mal Monatsabrechnung. Ja, wie viel unser Kontostand dann... Um wie viel unser Kontostand dann sinken wird. Ich gehe mal so... Um, also 10.000 sind ja auf jeden Fall dabei für das Firmengelände. Und dann, ich weiß gar nicht, so die Fahrzeuge, die wir haben insgesamt, könnten so, ich würde mal sagen, so auf 5.000 bis 10.000 Euro nochmal kommen. Also könnte schon gut sein, dass wir dann auf Gesamtkosten von fast 20.000 Euro kommen. Aber gucken wir dann mal. Ups, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen ausfahren sollen, sonst bleibt er uns da schön dran hängen. Das ist natürlich nichts. So. Gucken wir einfach mal, wie viel denn abgezogen wird, aber ich schätze mal so um die 20.000 können es schon gut sein. So, hier müssen wir mal hier raus und vorne rechts abbiegen. Warte mal, aber da wo wir jetzt hinfahren. Doch, da haben wir haben letztes Mal hier, da wo der Pritschenwagen mit Kran steht, haben wir letztes Mal gearbeitet und dann geht es jetzt da die Straße hoch und da ist jetzt die Baustelle. Okay. Da sind wir aber immer anders gefahren, da sind wir nämlich hier links gefahren. Aber das Navi, gehe ich mal von aus, wird uns immer die schnellste Strecke anzeigen. Und da sollte das jetzt die schnellste Strecke sein. So, hier die Kennzeichen sind auch passend. Da hat der Kollege hier vorne FU drauf. Und die anderen, glaube ich, auch die meisten haben FU draufstehen. Guck mal, was hat der hier drüben? Konnte ich jetzt nicht erkennen. So, komm, über die grüne Ampel wollen wir auch noch drüber. Da kommt noch einer angerast, müssen wir mal warten. So, jetzt aber. Gucken, was hat der hier draufstehen? Na, guck mal, in der nächsten Ampel haben wir den gleichen Kollegen wieder vor uns. Aber FU wird wahrscheinlich für Fuchsberg dann stehen. So, wir fahren geradeaus weiter, sind jetzt hier am Markt. So, mal gucken, ob wir hier irgendwann auch mal einen Auftrag haben werden. Haben wir auch eine große Kirche. Und jetzt geht's geradeaus weiter. Und da vorne rechts so schnell noch über die grüne Ampel. Ja, das passt. So, die ist aber rot, dann können wir mal gucken, haben wir einen anderen Kollegen jetzt vor uns. Anderes Fahrzeug, was haben die hier so neben uns? FU, FU, ja ich glaube, die meisten oder wenn nicht sogar alle haben hier FU als Kennzeichen. Halt für Fuchsberg, die sind auch hier alle unterschiedlich. Dann WB hier, 1507, der hat LF 1007. Also hier auch nicht jeder das gleiche Kennzeichen, sondern natürlich FU, die Stadt, aus der die kommen. In dem Fall halt FU für Fuchsberg. Und hallo, du hast rot gehabt. Fährt er einfach über die rote Ampel drüber oder hat er noch gelb gehabt? Wir hatten auf jeden Fall grün. Genau, und dann halt der Rest halt individuell unterschiedlich. Ist auf jeden Fall auch sehr cool, dass da die Kennzeichen da auch irgendwie beschriftet sind. So, und wir sind hier mal ein kurzes Stück heute auf der Autobahn unterwegs. Und jetzt geht's aber schon hier wieder runter über die Ausfahrt. So. Auch eine Premiere hier, das erste Mal, dass wir hier auf der Autobahn fahren. Wobei, wir haben nur diesen einen Autobahnteil verlassen. Oder jetzt sind wir noch kurz vor der Schnellstraße gewesen. Jetzt sind wir aber schon wieder in Fuchsberg drin, glaube ich. So, und jetzt ganz hier links abbiegen. Ne, wobei, das war jetzt keine Autobahn mehr eben. Und dann gucken wir mal, wo die Baustelle ist. Da fahren wir jetzt hier geradeaus und an der Ampel da vorne dann links. Ah, kommen wir nicht mehr drüber. So, jetzt dürfen wir links fahren. Die sind aber auch irgendwie gerade gefahren, ne? Obwohl... Wir Grün hatten, sind die da eben links auch gefahren. Ja, ja, ja. So, neue Ausschreibungen sind verfügbar. Gucken wir mal. Nee. Ich hätte jetzt unter Sonderaufträge gedacht, dass da der öffentliche Auftrag ist. Aber der öffentliche Auftrag ist jetzt hier auch irgendwie dabei, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, jetzt einmal hier links rum. Fast den da... mitgenommen. Und dann suchen wir mal nach der Baustelle. Die sollte auf der linken Seite sein. Links, 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 links. Also schön links gucken. Da haben wir sie. Da steht der Bauwagen. Da sind die Bauzäune. Und wo ist die Einfahrt? Da haben wir sie. Und da seht ihr auch schon den abgetrennten Bereich für den Kran. So, da kommt der Container hin. Und dann setzen wir auch noch gleich den Kran in dem Teil. Also ich bin echt mal gespannt, wie das dann mit dem öffentlichen Auftrag ist. Weil da haben wir jetzt ja eben auch nichts gesehen. Gucken wir dann mal.
So, einmal runter damit. Ein bisschen ausfahren vielleicht, genau. Perfekt. Das haben wir geschafft. Wow! Oh, scheiße! Besorge viermal Kanalmodule, 3 Meter. Und setze sie in die richtige Position. Krass. Ich wollte nur gerade vorwärts fahren, auf einmal geht die nächste Aufgabe weiter und dann rutscht er uns hier fast in das Loch rein, weil er auf einmal dann der nächste Abschnitt dann hier, das schon ausgebaggert wurde, halt jetzt hier schon da ist, das Loch. Fällt der uns fast rein. So, ach scheiße, wenn wir jetzt aussteigen, dann fliegen wir erstmal schön da in das Loch rein, oder? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich wollte doch nur noch den Kran setzen. Scheiße, und so kommen wir mit dem Absetzkipper auch nicht zurück. Das Einzige, was uns jetzt übrig bleibt, ist den... Na, verdammt. Hätten wir lieber von der anderen Seite den Container runtergesetzt. Naja, gut. Dann bleibt uns gar nichts übrig, als den zum Firmengelände in der Stadt zurückzusetzen. Gut, den Kran, den... Können wir mal einsteigen, hier mal kurz einen Blick über Fuchsberg werfen. Ja, den Kran werden wir wohl dann im nächsten Teil aufstellen. Wenn wir dann die Ware dorthin bringen. Und zwar sind das ja die 4 Kanalmodule, 3 Meter. Die werden wir dann im nächsten Teil holen. Da können wir eigentlich noch gerade den Pritschenwagen mit Kran hierher bringen. So. Aber wobei, dann können wir, wenn wir sind ja in der Nähe von der Baustelle, stellen wir jetzt in dem Teil noch den Kran auf. Kommt. Wollte ich ja gerade vorfahren und dann nächster Abschnitt, nächste Aufgabe. Erscheint auf einmal hier die ausgebaggerte Grube hier für die Kanalmodule. So, dann einmal hierher und die Fahrzeuglieferung beauftragen. Genau. Kostet uns 3000 Euro. Das könnte sein, dass der Kran, der Ausleger 21 Meter lang ist, könnte ich mir vorstellen. So, und da ist er, der Turmdrehkran, ist angeliefert worden. Und darunter müssen wahrscheinlich nachher dann die Kanalmodule reingesetzt werden. Genau, da steht er. Und das war es an der Stelle auch schon wieder von dem Teil hier von Let's Play Bausimulator 2015. War auf jeden Fall auch wieder ein sehr schöner Teil, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und im nächsten Teil geht es dann mit dem Fahrzeug zum Baustoffhändler. Wir holen die Kanalmodule und anschließend dann bringen wir das Ganze zur Baustelle und werden das dann mit dem Kran, also dem Turmdrehkran, verladen. Ich freue mich schon drauf, ich hoffe ihr auch und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Euer LineGamer1. Ciao.